keine Top-Genesung mehr, RIP. Ja, und auch niemand mehr, der uns Top-Genesung findet. Rüber trotzdem immer MVP, das stimmt. Was das Finden von wertvollen Items angeht, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie ich gesagt habe, im Endeffekt tatsächlich, Steve und Cyrus waren die Matchwinner. Steve hat die Vorarbeit geleistet, dass er keine Sonne rausholen konnte. Und Cyrus hat das Ding dann nach Hause geholt. Lustigerweise war es eigentlich genau andersrum geplant, dass Cyrus den Weg freiräumt und Steve das Ding nach Hause holt. Aber jetzt hat Steve quasi den Weg freigeräumt und Cyrus hat es nach Hause geholt. Ist ja eigentlich auch egal, wie rum es jetzt war. Ich bin froh, dass wenigstens ein paar von uns überlebt haben. Oh Mann. How could this happen to me? Ein Pinkstein für Octopaul. Was hat der Marcel nochmal? Ah, schade, schade, schade. Um alle beide. Waren beides sehr, sehr coole Pokémon. Rübe führt leider nicht das Erbe von Pearl damals sozusagen X-Wedlock fort und überlebt quasi bis zum Ende hin. Ja, Jesse, mein Bester, Jan, auch nicht hier gerade im Stream. Die werden vielleicht beide heute nochmal im Laufe des Streams reinkommen und dann sich so wundern, so, warum bin ich nicht mehr im Team? What happened? Ah, gerade erst entwickelt, weißt du, Level 26 war wirklich das Entwicklungslevel und direkt wieder weg. I'm sorry, let's go. Also let's go, nee, eben nicht let's go, let it go, so eher. Tschüss, Jan. Ja, und rüber, hat wie viele Nuggets uns gefunden? 5 oder so? Super viele Top-Genesungen, einige Sonderbonbons auch, also. Und auch noch stark im Kampf, also rüber ist richtig abgegangen, aber Rübers Ehre endet wohl hier bei der Hälfte der Orden. Kann ich Kyoko wieder reinpacken? Jetzt gibt's keine Soulings mehr. Jan ist dead. Oh Gott. Ich sollte aber vielleicht sowieso mal gucken. Scarlet vielleicht? Ich meine, Scarlet ist halt ein Basis-Pokémon, deswegen besonders stark. Also so am, ich würde mal sagen, Early Game noch andererseits ist Gronkina. Stimmt, da war was. Haben wir halt ein Psycho-Pokémon und was mit einer sehr hohen speziellen Verteidigung. Vor allem Groink hat eine sehr, sehr hohe. Ich glaube, Spezialverteidigung ist, glaube ich, der beste Wert. Und Spezialdefensiv haben wir. Ja, gut, wir haben Octopaul, der ist Spezialdefensiv. Ich glaube aber wirklich, ich nehme es. Boink. Aber wie Pites hätte ich auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Wir haben noch Plattvogel ansonsten. Glatzi oder L, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen, vielen Dank. Ja, Scarlet. Scarlet ist halt ein Basis-Pokémon. Wir haben halt auch kein Kampf-Pokémon und so, ne, für die nächste Arena. Oh, können die Kampfattacken, die Muntier und das Letherking? Weil Marcel könnte sonst sehr, sehr stark sein in der nächsten Arena. Die Sache ist, Leute, ihr ahnt es schon, aber ich glaube, in diesem Stream werden wir sehr viel trainieren müssen. Vor der Arena auf jeden Fall nochmal. Power Punch, ja gut, aber Power Punch ist halt free, weil die das die ganze Zeit spammen und, ja. Die KI weiß nicht, wie man mit Power Punch umzugehen hat. Das ist das Problem. Also, was ist das Problem? Das ist das Gute. Voilà. Das ist das Gute. Scarlet, Scarlet, Scarlet. Für dich vielleicht, Kyoko? Ich meine, wir haben hier Stachelspore, was ganz nett ist. Ach Leute, ich weiß es doch nicht. Das Schöne ist, Marcel entwickelt sich bis dahin zu Stolrak. Das hilft auch nochmal extra. Blue Gogeta, ganze 2 Jahre schon. Das ist echt lange, ne? Vielen, vielen Dank dafür, für deine Treue. Thank you very much. Ich glaube... Spoink, doch Spoink auf jeden Fall. Wir brauchen echt mal ein Psycho-Pokémon. Also es wird helfen. Glaub mir. Schutzschild wäre sinnvoll gegen Norman. Ja. Das sowieso. Habe ich denn jemanden? Ich weiß aber nicht, wo ich Schutzschild herkriege. Ich glaube, ich lasse Scarlet erstmal da. Weil wir haben auch gerade einen relativ guten Ausgleich mit speziellen physischen. Scarlet ist so ein kleiner Joker in Hintern. Das kann ich mir eventuell noch überlegen. Und außerdem muss ich da nicht 2 Pokémon hochziehen. Reicht, wenn wir das bei... Wenn wir Gronkina hochziehen müssen mit dem EP-Teiler.
So. Bam 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 bam. Spunk entwickelt sich aber erst für 36. Eben wurde 30 gesagt im Chat. Was ist denn jetzt richtig? Was stimmt denn jetzt, Leute? Spunk ist das wahrste Nuzzle-Pokémon. Wird es besiegt, stirbt es. Das stimmt tatsächlich. Jetzt doch 32, ich bin verwirrt. Schutzschild in Eingriffsfeld für Segra, also nicht in Reichweite. Ja, das dachte ich mir fast. Aber wir haben jetzt eh erst mal einen Encounter hier in der Wüste, glaube ich. Oder doch nicht? Oder ist das die Route? 32 ist richtig. Ne, wir haben keinen Encounter. RIP. Das ist schade. Feeds Bait. Kein Encounter für die Wüste. Ja. Ich glaube, ich sollte hier aber nicht Gronkina vorne haben. Es bürgert sich auf 32 erst. Wow. Das ist natürlich super ungünstig. Beide Pokémon, Marcel und Gronkina, beide erst auf 32. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. My bad. Kein Problem. Fossil. Ja, das haben wir noch. Das Fossil dürfen wir auch behalten. Aber ich bin immer noch unsicher, ob ich jetzt... Wir machen die Wüste gleich, keine Sorge. Ich glaube aber... Oh, ich habe kein Pokémon, was der Trümmerer kann. Warte mal, das Fossil können wir auch schon wiederbeleben, ne? Das ist eigentlich sogar ganz gut, weil das könnte auch helfen. Weil die sich halt auch super spät erst entwickeln beide, ne? Auf Level 40, glaube ich. Oh, ich bin echt überfragt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gehen jetzt einfach in die Wüste und wir gucken dann vor Norme nochmal, was wir haben und ob wir eventuell trainieren. Und also, das ist keine Option. Wir müssen auf jeden Fall trainieren. Wenn Level Cap 31 ist und wir quasi jetzt kaum noch Trainer haben bis dahin. Fossil beleben, 3 Ausrufezeichen. Wüste-Encounter. Ja, die Wüste selbst hat leider keinen Encounter. Wieso habe ich Gronkina vorne? Ich wollte gerade nicht mit ihr vorne spielen. Weil die können Knackleon haben. Und wenn die dann Biss einsetzen und dann auch noch auswegslos, kann ich nicht wechseln. Und das wäre ziemlich doof. Tatsächlich so. Schönes Sandwirbel und Sandschleier. Kann mir alles egal. Ich glaube, ich werde nur mit Octopaul kämpfen hier in der Wüste, weil ich habe... Also die können Sandschleier haben, wie sie wollen. Und ich glaube, viele von denen haben Sandschleier. Ich habe Zauberblatt, das trifft immer. Und One-Hitted die hoffentlich alle. Weil die Wüste ist sonst immer ein sehr nerviges Gebiet, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt hier einen Encounter oder nicht? Ich bin verwirrt. Habe ich jetzt einen Encounter oder habe ich keinen? Warte mal, was sagt das Pokénuff? Das ist alles Route 11 hier. Das ist 12. Dann habe ich doch einen frei. Nee, ich habe einen. Ja, ich habe sehr wohl noch einen Encounter frei, Leute, für die Wüste. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwas super Nützliches. Unser Wüsten-Encounter ist... Also neben den Fossilien, weil die sind geschenkt und damit extra. Ein Protein, ja! Und ein Sternschaub, ja! Knackleon, wahrscheinlich. Ja, das war abzusehen. Das Problem ist, ich hoffe, ich kriege das auch gefangen. Weil das Ding kann gefährlich werden. Stachelsporen. Tang, kommt das ein Protein? Bis. Okay, das. Es stimmt, bis ist ja speziell. Das heißt, es tut so gut wie gar nicht weh. Insofern passt das schon. Ich muss nur hoffen, dass das ausreicht jetzt, weil wechseln werde ich eh nicht können, wegen der Fähigkeit. Ich werfe einfach mal einen Pokéball und guck, was passiert. Herr Badinchen, Hallöchen. Servus. Gestern zählt schon Talion. Wenn du regelmäßig streamst, überlege ich mir das nochmal, mein Guter. es war weiblich wieder, oder? Ja. Knacki, ein Ameisenlöwe.
Hannibal Comeback. Ja, stimmt, das war das Knick-Klack-Leon damals hieß. Und dieses Pokémon kommt eine ganze Woche ohne Wasser aus. Wahnsinn. Mir ist aber tatsächlich noch eine YouTuberin eingefallen, die ich früher immer sehr gerne geguckt habe. Und nach der benenne ich das jetzt. Und zwar ist das... Passt das überhaupt hin? Das passt nicht hin, ne? Dann muss Kupfer reichen. Kupfer F. Ja, das muss ausreichen. Ich wollte sie eigentlich Kupferfuchs nennen. Aber das passt leider nicht. Dann muss Kupfer reichen. Ja, Kupfer. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Ich weiß, wer gemeint ist. So, Kupfer. Okay. Wow, ich hoffe, ich habe Paul noch vorne. Kupferfox. Ja, das hätte natürlich gepasst, stimmt. Vielleicht beim Namensgeber noch oder so. Mit X. Zu spät, Leute. So kreativ war ich gerade nicht spontan in dem Moment. So. Und einfach fett den Zauberstein rausholen. Das wird die gleiche Route. Nee, es ist eben nicht die gleiche Route tatsächlich. Das dachte ich eben, aber ist nicht so. La, 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 la. Genau so, Hauke. So, Paul, rotz bitte mal alles hier weg. Dankeschön. Zauberschein. Fast. Dim, bam, bam. Dann wollen wir mal wieder schön uns mit einem Superball heilen. Mhm. Finde den Fehler, Leute. Ich habe ihn bisher noch nicht gefunden. Und ihr? Whiskagon ist auch cool, aber nichts schlägt Libeldra. Libeldra ist sehr, sehr stylisch. Libeldra, ja, das Pokémon, von dem alle damals eine Mega-Entwicklung wollten und auch immer noch wollen. Aber not going to happen, Leute. Übrigens, ich muss mal hier an dieser Stelle ein bisschen rumkecken, so nenne ich es jetzt mal. Und zwar, ich habe damals nach Oras gesagt, vielleicht habe ich doch daran erinnert, da habe ich gesagt, als wir immer so über neue Mega-Entwicklungen so philosophiert haben, ich habe damals gesagt, ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht, dass sie nochmal Mega-Entwicklungen machen werden in der nächsten Edition. Und ich muss sagen, ich bin sehr traurig, dass ich tatsächlich mit meinem Bauchgefühl recht hatte. Die Mega-Entwicklungen waren schon echt cool. Die waren einfach stylisch, Leute. Meiner Meinung nach eine der coolsten Neuerungen. Ich mochte die Mega-Entwicklung jetzt hier, muss ich auch mal sagen, wesentlich lieber als die Z-Attacken. Bei den Z-Attacken wusste ich am Anfang nicht, ob ich sie cool finde oder nicht. Ich finde sie auch ganz nett, so sage ich mal, aber Mega-Pokémon sind einfach geiler. Sind einfach geiler. Finde ich persönlich. Das ist doch mal eine Umfrage wert, Leute. Wenn ein Mod gerade mal Bock hat, und das ist natürlich keine Entscheidung, macht das. eine Umfrage, was mochten die Leute lieber? Einfach von Z-Attacken oder von Mega-Entwicklungen? Auch wenn ich mir fast schon sicher bin, das Ergebnis bereits zu kennen, aber würde mich trotzdem interessieren, wie das Verhältnis so ist. Nationaldecks, es gibt doch nicht mal Nationaldecks, Ummel. Mega Sidra King. Verdammt, was kommt jetzt noch? Ein Pupons! Hätte ich auch mal ganz gern gehabt in der Nuzlocke tatsächlich. Oder kommt der Ummel? Der Ummel spammt! Moment, ich klicke eben drauf, damit ich sie offen habe. Wird man das mal eben da zurechtlegen oben. So. So, so. Holy shit, okay. Aktuell steht es in der Umfrage 270 Stimmen, Tendenz steigend für Mega-Pokémon. 15 für Z-Attacken. Das ist ein Verhältnis von 95 zu 5%. Ei. das Clown-Fossil. Will ich ein Amaldo oder will ich ein Vilie? Ich mag beide sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, Amaldo ist ein bisschen offensiver und hat auch einen physischen guten Bulk. Deswegen möchte ich lieber das Clown-Fossil haben. Ryzook7, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du genießt den Stream. Ja, ich möchte lieber ein Amaldo, tatsächlich. Ich mag zwar beide sehr, sehr gerne. Und ich weiß auch nicht, ob ich Vili oder Amaldo lieber habe, aber...
einfach der Fakt, dass ich mit Amaldo ein bisschen mehr physischen Druck bauen kann. Ist mir doch ganz lieb, ehrlich gesagt. Novilia said live. Vielleicht irgendwann mal. Irgendwann. In der achten Gen kommen dann die Hyperfähigkeiten. Ja, wer weiß, was sie sich für eine mögliche achte Generation ausdenken, ne? Ja, also das Verhältnis steht 95% für Mega-Entwicklungen. Das ist heftig. Und dieses Sandama hat übrigens Sandschleier. Gut, dass ich Zauberblatt Octopaul habe. Den Zauberpaul haben wir, Leute. Es ist nicht mehr der Octopaul, sondern der Zauberpaul. Paul vor allem. Also ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass sie natürlich neue Sachen machen, weil es natürlich immer stylisch und hype, wenn eine Edition immer irgendeine große Neuerung mitbringt. So aus Designgründen kann ich es nachvollziehen. Aber ich mochte Mega-Entwicklung trotzdem mehr. Mega-Z-Attacken, oh ja. Keine Fusion mit dem Trainer. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich meine, die Leute haben ja für, weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber für Sonne und Mond gab es ja damals schon diverse Theorien, ob die Pokémon sich mit dem Trainer irgendwie fusionieren können und das ganze Gedöns, was da alles besprochen wurde, das war ja im Endeffekt, glaube ich, auch alles nur heiße Luft dann. Oder ob Lilly zum Beispiel Anego ist und sowas. Das waren ja alles zig Theorien, die es damals gab, die sich im Endeffekt dann doch alle nicht bewahrheitet haben. Aber ja, da war was. Aber ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass sie es machen würden. Ich weiß nicht, ob ich das so cool fände, ehrlich gesagt. Das wäre irgendwie merkwürdig. Ich fand, die Mega-Entwicklung haben sie nach und nach sehr gut in Szene gesetzt. Ja, das fand ich nämlich auch. Das ist halt immer was sehr Mächtiges für so ein Pokémon an sich. Ich glaube, ich mag vielleicht auch die Mega-Entwicklung deswegen lieber, weil sie für dieses eine Pokémon, was die Mega-Entwicklung bekommt quasi, einfach eine große Bedeutung hat. Z-Attacken kann ja theoretisch jeder haben, was natürlich auch eine gute Sache ist an sich, aber ich weiß, es gibt auch spezielle Z-Attacken für Pokémon, die sind auch immer cooler dann, aber ja. So, Regirock, ich weiß, du bist noch nicht da, aber ich glaube, hier unten liegt noch ein Gegenstand. Team 37? Ich habe kurz gedacht, ich habe Flammenwurf gefunden, aber das ist leider nur Team 38. Das ist bestimmt irgendwas Schlechtes, oder? Sandsturm. Nichts, was ich brauche. Kann eigentlich irgendein Schockwell erlernen aus dem Team gerade? Wahrscheinlich Cyrus, oder? Gronkina, das ist tatsächlich ziemlich gut. Da haben wir nämlich noch ein bisschen mehr als Psycho-Coverage. Was mit dem Hitzekoller? Kann Cyrus Hitzekoller lernen? Tatsächlich. Oh, ja klar, Steve kann natürlich Hitzekoller lernen. Überleg ich mir. Ich muss schauen. Die Sache ist, Leta King von Norman kann man auch dank der KI eigentlich super gut austricksen. Weil die KI wird halt die ganze Zeit Power Punch einsetzen und die KI weiß nicht, wie sie mit Power Punch umzugehen hat. Das Problem wird aber sein, erstmal zu Norman hinzukommen, weil das tatsächlich gar nicht so leicht ist. Und außerdem haut Leta King halt einfach massivst rein. Das macht Damage ohne Ende. Wir müssen irgendwie gucken, dass das Leta King ohne Power Punch ist auch das Gefährlichere. Und ich glaube, das ist das erste Leta King. Ich glaube, er setzt Leta King ein, dann Mundtier und dann das andere Leta King, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer werfen. Ich trainiere jetzt erstmal bis Level 30. Das klingt vielleicht ein bisschen krass, weil wir die ganzen Vortrainer noch machen müssen, aber die Vortrainer sind halt heftig stark. Und denen dürfen wir nicht so viel Zeit für ein Setup geben. Ich erinnere da gerne an das Sengu mit Schwertanz. Das Sengu mit Schwertanz, was ich wollte gerade sagen, not just play. Genau das wollte ich gerade sagen. Mann, ey, Papunga tot. Genau dieses Sengu. Ein Geistpokémon wäre halt praktisch. Jein, die haben halt Finte. Das wird halt schon wehtun. So, lass mich jetzt nochmal drauf gucken. Kupferfuchs mitnehmen. Vibrava entwickelt sich auf Level 30 oder auch 32 mal wieder. Knackleon hat halt den höchsten Angriff, den wir gerade haben. Logischerweise, ja, Fun Fact für die Leute, die das nicht wissen. Aber findet es hier noch speziell? Das ist egal, Leta King hat ja jetzt nicht so den schlechten Spezialangriff. Ich glaube 80 Base oder so oder 70, das reicht trotzdem aus, um den ganzen schwachen Geister-Pokémon viel Schaden zu machen. 35, ja, dann nehme ich Kupferfuchs nicht mit, ist schon okay. Ich würde so gerne Scarlet reinpacken, aber für wen? Ich glaube, Kyoko wird uns nicht so viel bringen, ehrlich gesagt. Stachelspruch ist nice to have, aber das hat Paul auch.
Ja, ich glaube, ich würde wirklich mal Kyoko jetzt ablegen und Scarlet reintun. Scarlet, willkommen im Team. Und ich weiß, ihr hört es nicht gerne, Leute, aber jetzt werden wir erstmal wieder eine ganze Weile leveln müssen. Ungefähr bis Level 30. Also mindestens bis 29. Das heißt also, nehmt euch jetzt ein bisschen Popcorn, gönnt euch was, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Denkst du, Shiny Hunt wird irgendwann mal wiederkommen, wenn ich wieder Lust drauf bekomme? Wahrscheinlich ja. Will ich jetzt nicht versprechen. Aber ich würde es auch nicht ausschließen. Trainingmontage. Ja, es wird eine sehr, sehr lange Trainingmontage, habe ich so das Gefühl. So. Okay. Das höre ich gern. Yay. Level ohne Items finden vor allem noch. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Oh, Leute, ich habe... Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben mit unseren Encountern echt Pech gehabt. Und zwar im Sinne von nicht, dass wir schlechte Pokémon bekommen haben, sondern dass wir für die entsprechenden Arenen einfach nicht gut vorbereitet sind, was die Pokémon angeht. Wir haben zum Beispiel kein Macholo bekommen, was sehr geholfen hätte. Okay, machen wir wieder schöne SNES-Musik an.